Und damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Heute soll es dabei um das Organon-Modell von Aristoteles gehen. Viel Spaß mit dem Video. Vorab gilt wie immer, dass das Video Teil einer gesamten Produktion ist, die wir gemacht haben. Wenn ihr das gesamte Video sehen wollt, dann könnt ihr das jetzt in der Infokarte anklicken. Ansonsten könnt ihr aber euch auch nur diesen Ausschnitt angucken. Außerdem gilt, wenn ihr das Gesamtvideo schon gesehen habt, dann ist das lediglich Wiederholung für euch. Jetzt wünschen wir euch aber ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Kommen wir dann zum Organon-Modell. Dieses Modell basiert auf dem aristotelischen Gedanken, dass hier ein grundlegendes Werkzeug der klassischen Logik genutzt wird, um die Kommunikation zu verstehen. Und das geht dabei auf das 4. Jahrhundert vor Christus zurück, also auf Aristoteles. Er hat 6 Hauptwerke verfasst, die als Organon bezeichnet werden, darunter Kategorie, Analytica Priora, Analytica Posteriora, und die sich mit verschiedenen Aspekten der Logik und Erkenntnistheorie befassen. Und diese lassen sich tatsächlich auch auf Kommunikation anwenden. Sicherlich war dieser Gedanke ursprünglich nicht unbedingt deshalb vorhanden, aber können als maßgeblichen Rahmen für das logische Denken in der Antike und die heutige philosophische Tradition über viele Jahrhunderte hinweg genutzt werden. Die logische Struktur und Argumentation vom Organon-Modell ist, dass ein Fokus auf die logische Struktur von Argumenten und die richtige Anwendung von Schlussfolgerungen stattfindet. Es behandelt Themen wie Kategorien, Syllogismen und den Prozess der Schlussfolgerung, um ein strukturiertes Verständnis der Logik und argumentative Beweisführung zu vermitteln. Aristoteles betont dabei die Bedeutung von klaren Definitionen, logischen Verknüpfungen und der Vermeidung von Fehlschlüssen in der logischen Analyse. Also ganz im Gegensatz zu anderen Kommunikationsmodellen, die wir so kennengelernt haben, Vier-Seiten-Modell, Sender-Empfänger-Modell, geht es jetzt hier nicht ganz konkret. Und bevor es jetzt weitergeht, wollen wir euch ganz kurz über unser Kommunikationsmodell Lernheft informieren. Das heißt, jetzt bekommt ihr 25% mit dem Code Abitur25 und das auf unserer Webseite. Checkt es unbedingt aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr wirklich alle Texte, Arbeitsblätter, viele Aufgaben, Lösungen, um dieses Thema zu verstehen. Es gibt da natürlich sehr schwierige Modelle, die man nicht unbedingt direkt versteht und man muss sie natürlich auch auswendig lernen und all das ist eben in unserem Lernheft für euch vorhanden. Checkt es unbedingt aus. Wie immer gilt 25%. Wir verkaufen über die Plattform Stifo. Das ist eine Partnerwebsite von uns, also lasst euch nicht irritieren. Auf jeden Fall findet ihr dort auch unsere Materialien und die sind immer mit selbstorientiert gekennzeichnet. Also ganz übersichtlich, bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Um das Sender-Empfänger-Modell, sondern hier geht es vielmehr um die Schlussfolgerung zwischen den verschiedenen Argumenten, die man anwenden möchte, und eine Person zu überzeugen. Und dieser philosophische Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass die Logik einer Reihenfolge gegeben sein muss, damit die Argumente überzeugend sind und damit schlussendlich eine erfolgreiche Schlussfolgerung stattfinden kann. Dabei hatte das einen enormen Einfluss auf die Philosophie. Das Organon-Modell hatte einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der abendländischen Philosophie, gerade 4 Jahrhunderte vor Christus, ist das natürlich noch ein sehr wichtiger Ansatzpunkt gewesen, ein sehr wichtiger Teil der Erde und blieb für viele Jahrhunderte ein zentrales Werkzeug in der logischen Argumentation. Also wie Argumentationsketten aufgebaut wurden, das war ganz häufig auf Aristoteles zurückzuführen. Im Mittelalter wurde das Organon von Philosophen wie Thomas von Aquin weiterentwickelt und integriert, um theologische Diskussionen zu unterstützen. Also hier sehen wir, dass wir einen sehr breiten Umfang von Anwendungsmöglichkeiten hatten und so ist es auch kein Wunder, dass Thomas von Aquin, der als wichtiger Theologe agiert hat, hier diesen Einsatzpunkt gefunden hat. Und obwohl einige seiner spezifischen Ansätze im Laufe der Zeit überarbeitet wurden, bleibt das Organon in der Form, die seit mehreren Jahrhunderten, sogar Jahrtausenden besteht, mit historischem Fundament bestehen und es geht weiterhin um die systematische Erforderung und Erforschung der Logik sowie Argumentation von Bedeutung, also wie man seine Argumentationskette vorträgt und wie seiner logischen Struktur hier auch dann Schlussfolgerungen folgen können. Und abschließend wollen wir uns noch die Transaktionsanalyse angucken. Dabei geht es um Ich-Zustände, die eigentliche Transaktion und dann das Lebensskript bzw. Spiele. Bei Ich-Zuständen in der Transaktionsanalyse geht es ganz konkret darum, dass menschliche Interaktionen anhand von Ich-Zuständen analysiert werden.
Die verschiedenen Ebenen des Bewusstseins repräsentieren dabei also Ich-Zustände. Und diese Ich-Zustände sind das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Also die verschiedenen Ebenen, die ein Mensch im Laufe seiner Zeit dann da durchläuft. Und jeder Zustand beeinflusst dann natürlich das Verhalten und die Reaktion im zwischenmenschlichen Situation. Das heißt, man geht davon aus, dass der Mensch in verschiedenen Stadien im Laufe seiner Zeit durchgeht. Und da ist es so, dass diese Ich-Zustände, also ob es um das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich oder das Kind-Ich geht, immer unterschiedliche Attribute hat, wie es sich verhält und das immer auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Und deswegen geht es hier natürlich auch wieder um die Kommunikation, die durch die Transaktionsanalyse betrachtet wird. Die Transaktionsanalyse betrachtet Kommunikation als Transaktion zwischen den Ich-Zuständen von verschiedenen Personen. Diese Transaktionen können entweder komplementär sein, wenn die Ich-Zustände übereinstimmen, also beispielsweise, wenn ein Eltern-Ich auf ein anderes Eltern-Ich trifft, und können aber auch dann gekreuzt sein, wenn unterschiedliche Ich-Zustände involviert sind. Die Analyse solcher Transaktionen hilft, Muster in der Kommunikation zu erkennen und das Verständnis für zwischenmenschliche Beziehungen zu vertiefen. Also hier geht es ganz konkret wieder darum, dass man die Reaktion und die Kommunikation untereinander versteht und so dann langfristig eine erfolgreiche Analyse der Kommunikation gewährleisten kann. Ganz wichtig dafür sind die Begriffe Lebensskript und Spiele. Die Transaktionsanalyse untersucht auch die Entwicklung von Lebensskripten, die früh im Leben entstehen und das Verhalten und die Entscheidung eines Individuums beeinflussen. Zudem betrachtet sie Spiele, wiederkehrende Muster von Kommunikation und Verhalten, die unbewusst dazu dienen können, Bedürfnisse zu erfüllen oder unerwünschte Gefühle zu vermeiden. Das Bewusstwerden dieser Muster ermöglicht dann eine bewusstere Gestaltung von Beziehungen und Interaktionen. Also weil es bei der Transaktionsanalyse dann ganz konkret geht, ist, dass man einerseits den gesamten Verlauf eines menschlichen Lebens versteht, also das Lebensskript, was ganz früh anfängt mit der Entwicklung des Menschen und sich dann fortsetzt, und dann die Spiele, die wiederkehrende Muster von Kommunikation und Verhalten darstellen und unbewusst meistens dazu dienen, Bedürfnisse zu erfüllen oder auch unerwünschte Gefühle zu vermeiden. Und damit möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Heute soll es das gewesen sein. Wir würden uns aber natürlich noch riesig freuen, wenn ihr euch jetzt mal die Kommunikationsmodelle als Lernheft runterladet. Das gibt es mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. 25% mit dem Code Abitur25 bekommt ihr dort. Also checkt es unbedingt aus und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.